Hallöchen, meine Lieben, ich bin hier mit der Michelle, mit der Lara und mit der Luisa im Auto. Heute habe ich mir gedacht, fange ich mal den Vlog ganz anders an. Wir sind jetzt nämlich auf dem Weg zum Zahnarzt. Ich habe jetzt der Michelle ein Mittagessen mitgenommen, Mittagessen to go, weil die Michelle bekommt heute ihre Zahnspange und sie freut sich schon mega. Sie redet seit Tagen von nichts anderem. Also die Michelle bekommt keine fixe Zahnspange, sondern nur so eine herausnehmbare, weil sie hat hier zwei... Diese Zähne, also nicht diese vorderen Schneidezähne, sondern die daneben sind ein bisschen schief und das kann man mit einer herausnehmbaren Zahnspange, die sie nachmittags und am Abend tragen wird, ja, richten. Und die gehen wir jetzt holen. Wir haben jetzt die Tage davor, wo wir beim Zahnarzt waren, halt Abdrücke haben wir machen lassen, Fotos haben wir machen lassen und jetzt ist es soweit. Die Michelle freut sich. Sie darf sie zwar nicht in die Schule mitnehmen, aber ich glaube, am liebsten würde sie sie immer tragen. Mhm. Sehr stolz. Jo, ich habe schiefe Zähne. Oh mein Gott, ja! Oder? So irgendwie in die Art. Auf die Art. Für uns ist das natürlich mit etwas Kosten. Okay. Alles klar, alles klar. Ja, ja, ja. Gut, dass wir noch stehen, ne? Was ist passiert? Jetzt sind aber alle Kekse ausgeleert wieder. Oh nein. Da, bitte schön. Bitte. War es das? Gut. Die Lara hat heute schon in den Kindergarten gegessen. Sie ist immer am Mittwoch und am Donnerstag ein Mittagessenskind. Deswegen hat die Lara keinen Hunger mehr, oder? Ich glaube, die Lara wird gerne ein Schläfchen machen. Komm mit sie. Ja, die Michelle isst hier, was ich hier mitgebracht habe. Und die Luisa hat schon zu Hause gegessen. Also, wir gehen jetzt zum Zahnarzt. Und ich kriege jetzt meine Zahnspange zum Reinlegen. Ich bin schon richtig aufgeregt. Und wir warten noch auf die anderen, bis die kommen. Also, ich war schon öfters beim Zahnarzt. Ich habe mir den Abdruck gemacht und dann habe ich. Also, heute kriege ich dann meine Zahnspange. Yes! Hier ist sie. Nur Kinder! Mhm. Nein! Komm mal gern. Oh, Lara ist ein bisschen müde. So, wir gehen jetzt. Und fertig, Zähne geputzt, muss schon reingehen. In Nummer 2. Ich komme dann auch gleich nach, ja? Die Luisa holt sich da immer die Spielsachen raus und setzt sich da so schön hin. Komm gleich. So, meine Lieben, wir zeigen euch jetzt die Zahnspange. Schaut mal. Zeig mal, nimm sie mal raus. Ein bisschen sauber. Die Michelle hatte sie eigentlich in rosa bestellt. Sie ist leider jetzt in Durst. Aber ich habe mit Tattoo drauf. Ist das Tattoo drauf? Oh, ein Bär. Süß. Den habe ich mir ausgesucht. Tu sie mal rein und sag mal was damit. Ich bin Michelle. Die Michelle muss sich noch dran gewöhnen. Also sie muss noch sprechen üben. Ich kann aber gut damit schlucken. Wow! Aber auch noch nicht lange, weil sie hat vorhin geschluckt und hat sie auch rausgenommen. Sag mal, ich bin die Michelle und ich bin 9 Jahre alt. Ich bin die Michelle und mein Hobby ist Tanzen. Ich bin Michelle und mein Hobby ist Tanzen. Die Michelle muss sie jetzt wie viele Stunden tragen? 6 Stunden. Wie? 6 Stunden. Hast du auf die Uhr geschaut? Nein, ich muss meinen Timer einstellen. Oh mein Gott, das wird ein Spaß mit dir. Ja. Ja. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal nach Hause. Sie stellt sich jetzt den Timer ein. Ja? Sie freut sich so mega. Sie war so. Ja. Also am ersten Tag muss ich sie jetzt 2 Stunden tragen und morgen dann 3 Stunden und so weiter, bis sie 4 Stunden am Stück trägt. Danach mal am Tag, dann kann ich sie in der Nacht tragen. Danach darf sie sie in der Nacht tragen, weil die Zahnärztin hat gemeint, in der Nacht
glaube auch das, dass die Zunge das noch nicht an diesen Fremdkörper gewöhnt ist, wird sie sie wahrscheinlich ausspucken. Und das ist halt nicht so gut, ne? Wenn sie am Boden knallt und kaputt geht. Deswegen mal nur üben, damit... Oh ja. 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 Jetzt fahren wir mal nach Hause. In einer Stunde muss ich mein Auto zur Werkstatt. Ja. Reifen wechseln und TÜV-Plakette und so weiter. Deswegen bis dann. Tschüss. Wie cool schön sind meine Locken. Mhm. Sind schon schön, oder? Ja. Soll ich dir auch mal Locken machen? Ja, bitte. Ich klinge wie ein anderer, die Baby doch gerade sprechen lernt. Oh ja, doch so sprechen lernt. Als hättest du zwei Pflaumen im Mund, links und rechts. So. Oh, was ist das denn? Ihr Zuckerbärlis. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Sophie geholt. Wir gehen Gassi. Yes, wir machen ein Foto. Wir machen auch ein Foto, genau. Was ist das für ein Tanz? Oh, seid ihr süß. Schnappt ihr die Sophie? Wer als erstes die Sophie fängt, hat gewonnen. Ich hab mich. Ihr müsst die Sophie schnappen. Entspanntes Gassi mit der Sophie. Hey! So, meine Lieben, Foto haben wir gemacht. Ja, habe ich euch ja gesagt, wir waren ja kurz im Wald und haben ein Foto von Instagram gemacht. Ich habe mich auch ein bisschen nachgeschminkt, also nicht wundern. Falls ihr euch fragt, so, hey, jetzt hat sie Lippenstift und jetzt hat sie hier Eyeliner. Ja, ich habe mich ein bisschen fürs Foto nachgeschminkt. Und ich war auch zwischenzeitlich bei der Werkstatt. Es schaut leider so aus, dass ich leider keinen Pickel bekomme. Ich muss eine Reparatur machen und zwar über 500 Euro. Na, da freut man sich, ne? Also, ja, was soll ich sagen? Kommt gerade richtig zum richtigen Zeitpunkt. Baustelle und dann jetzt noch Auto reparieren, wobei wir das Auto schon repariert haben, weil der Kühler kaputt war. Ja, was soll man machen? That's the life, oder? Ja, und ich habe gerade eine Bestellung bekommen und zwar Kugelschreiber. Und zwar sind das nämlich diese Kugelschreiber aus meinem Online-Shop, die es zum Mama-Wochenplaner dazu gibt. Und die sind einfach so schnell ausverkauft gewesen, dass ich neue nachbestellen musste. Und die waren jetzt zwischenzeitlich nicht vorrätig, aber jetzt sind sie wieder verfügbar. Und ich freue mich so. Es ist so, kommt so gut bei euch an. Der Papa hat mir jetzt gerade aus dem Gartenhäuschen ein paar Mama-Planer geholt. Schaut mal, der Papa. Ich schaue wie Schwarzenegger aus. Wie Schwarzenegger? Ist er, weil du Muckis hast? Ja. Der hat so den Sarg getragen in einem Film. Ein Sarg? In welchem Film? Terminator? Na, Terminator. Conan? Der hat keinen Sarg in Conan, der hat ein Schwert. Ja. Okay. Aber wie hat dieser Film geheißen? Ich bin jetzt wieder da, hatte ich vorhin die Hose schon. Der Papa ist kaum noch mehr zu sehen. Er ist entweder in der Arbeit oder unten. In der Arbeit. Also auch in der Arbeit. Aber eins kann ich mir jetzt. Er muss jetzt auf jeden Fall den Patrick von der Schule holen. Ich habe aber noch vorher die Mama-Planer ins System, also Kugelschreiber ins System eingegeben. Das heißt, wenn ihr einen haben wollt, zusammen mit dem Mama-Planer gibt es da so einen Set. Der Dings da. Guckt einfach rein. Unten in der Infobox ist der Link. Und ja. Oh, ich freue mich. Ah, wisst ihr, wie lange ich auf das gewartet habe? Das hat mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil es hätte eigentlich früher kommen sollen. Und dann hat es Lieferschwierigkeiten gegeben und deswegen bin ich gerade so happy und gehypt und so. Ein Glücksmoment von mir. Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr werdet euch denken, so die Alte spinnt. Auf jeden Fall muss ich jetzt los. Ich muss nämlich den Patrick von der Schule holen und mit ihm dann, ich glaube, ein paar Hosen kaufen gehen. Deswegen machen wir das jetzt schnell. Hey meine Lieben, ich habe den Patrick von der Schule geholt und ich war jetzt mit Patrick noch schnell Essen einkaufen beim Hofer. Wir haben jetzt 100 Euro ausgegeben. Wir mussten noch voll viele Sachen kaufen, weil ja, unser Kühlschrank schon wieder halbart leer ist. Wir kaufen jetzt nämlich nicht mehr so enorm viel ein am Wochenende, sondern ich teile das immer auf, dass ich dann wirklich nur das kaufe, was ich koche, was ich so richtig plane für 2-3 Tage maximal und kaufe dann vor, weil ich habe auch dieses Mottenproblem und so weiter gehabt. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Und schaut mal, was ich mir nochmal gekauft habe. Und zwar das da. Das ist dieser Nicer Dicer Fake vom Hofer. Und meiner ist schon ein bisschen kaputt gegangen. Und deswegen habe ich mir einen neuen gekauft. Nur 13 Euro.
Hat zwar jetzt nur ein Jahr gehalten, aber sorry, warte. Aber der erleichtert einem sowas von das Leben beim Schneiden. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier im Abendprogramm. Wir alle Zähne putzen. Der Kochpolika. Wo ist die Lara? Da ist die Lara. Sehr brav. Heißt die Michelle. Ich muss auch mal anstecken. Wir haben eh mehrere Anstecker. Schau mal da. Schaut mal, schaut so süß aus. Alle sind hier. Da, noch eine Mausi. Luisa! Was ist mit deinen Socken passiert, Luisa? Luisa hat Clownsfüße. Hat die Luisa Clownsfüße? Hast du Clownsfüße? Oh mein. Aber wir haben noch eine hier, Michelle. Das ist da. Ja, von Lara. Genau. Im Endeffekt ist es ja Wurst. Von weg. Oh. Bist du fertig, Lara? Lara, das ist unseres. Da ganz oben ist